Hi, heute ist mal wieder Zeit für Reste essen. Ich hatte noch Brisket über und schaut mal her. Daraus ist dieses Leftover Brisket Sandwich geworden. Ein absoluter Traum mit meiner neuen Soße. Und wie ich das gemacht habe, seht ihr in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei. Hier seht ihr die Zutaten, die ich für mein Brisket Leftover Sandwich brauchen werde. Wie jedes Mal, wenn ich große Sachen mache, wie Pulled Pork, Brisket oder dergleichen, sage ich euch, macht lieber etwas mehr. Dann habt ihr für schlechte Zeiten noch etwas übrig. Das ist ein Rest von meinem Gasgrill Brisket. Und das werde ich heute zu einem Sandwich verarbeiten. Das werden wir gleich auf dem Grill in Butcher Paper regenerieren. Dazu brauchen wir dann ein Ciabatta, das wir belegen werden. Dann habe ich hier noch ein paar Gewürzgurken. Wir brauchen etwas Senf, etwas Mayonnaise, SPG Plus. Meine All-in-Barbecue-Soße, Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann habe ich noch ein bisschen Salat im Kühlschrank gefunden, sowie ein paar Tomaten. Das sind alle Zutaten, die wir brauchen. Ein kurzer Griff durch den Kühlschrank plus natürlich dieses Brisket. Und da würde ich sagen, wir legen los. So, ich beginne damit, dass ich das Brisket also jetzt in Butcher Paper einschlage und gebe jetzt schon mal zum Erwärmen ein klein wenig von meiner All-in-Barbecue-Soße darüber. Wir brauchen gar nicht viel. Das reicht schon. Jetzt wird das Ganze eben eingeschlagen und verschlossen. Ja, dann muss das Papier noch ein bisschen größer sein. Jetzt wird das Brisket eingeschlagen. Und kommt so auf den Grill zum Aufwärmen. So, mein Gasgrill bereite ich mir hier auf dem Bereich für direkte Hitze vor. Da habe ich hier meine Gussplatte. Die werden wir gleich brauchen, um das Brot ein wenig anzurösten. Ich lege das Paket mit dem Brisket hier oben ins Eck und dann Deckel zu und das Ganze jetzt erstmal für 10 Minuten erwärmen lassen. So, in der Zwischenzeit sind wir natürlich nicht untätig. Ich habe hier knappe 2 Esslöffel Mayonnaise. An die kommt jetzt ein Esslöffel SPG Plus, Salt, Pepper, Garlic und ein klein wenig Rohrzucker. Und das Ganze wird dann miteinander verrührt. Und schon nochmal eine schön pfeffrige Knoblauch-Mayo. Dann bereite ich die Tomaten schon mal vor. So, damit ist die Schnibbelsarbeit weitestgehend erledigt. Jetzt habe ich hier mein Ciabatta. Das säbel ich jetzt gerade auf. Und dann wird es in guter Oliver Sievers Manier mit der Mayonnaise bestrichen. So, die Mayonnaise gut verstreichen. Ich muss das mit der Oliver Sievers Manier wenig einschränken. Olli hätte wahrscheinlich doppelt so viel Mayonnaise genommen. Liebe Grüße. So, wie man unschwer erkennen kann, ist meine gusseiserne Platte inzwischen gut vorgewärmt. Das soll sie auch sein. Da gebe ich jetzt das Ciabatta drauf, und zwar mit der Unterseite. Und wir rösten sie richtig schön an. Ich kann euch sagen, diese Mayonnaise, wo einfach nur ein bisschen SPG Plus dran ist, 1A Knoblauch-Mayo. Leute, ich kann euch sagen, das riecht hier wie im Urlaub. Schauen wir mal nach dem Ciabatta. Oh ja, das sieht sehr gut aus. Das darf auf jeden Fall vom Grill runter. Nochmal kurz die Seite hier gezeigt. Ein Träumchen, sage ich euch. Kurzer Tipp, das Fett auf der Grillplatte direkt mit einem Zebertuch wegmachen. Dann kann es gar nicht erst anbrennen. Und schon ist eure Gussplatte wieder bereit für den nächsten Einsatz. So, das Brisket dürfte inzwischen auch warm sein. Wir wollen es ja nicht neu durchkochen, es soll ja nur erwärmt sein. Es wird ja gleich noch überbacken. So, wunderbar. Dann geht der Spaß jetzt los. Hier habe ich also meine angeröstete Unterseite. Auf die gebe ich jetzt etwas Senf. Dann belege ich das Ganze mit Gewürzgürkchen. Dann schnappe ich mir ein klein wenig Salat. Hack den gerade fein. Schnibbelsarbeit war also doch noch nicht abgeschlossen. Der wird darauf verteilt. Dann kommt hier jetzt der Star des Ganzen. Oh ja, das Brisket ist warm. Sehr gut. Schaut euch diese Brisket-Scheiben an. Die sehen fantastisch aus. Oh, die sind wirklich warm. Mit denen belege ich jetzt hier das Ciabatta. Leute, da wird nicht nur ein Schuh draus, da wird ein ganzer Stiefel draus. Schaut euch das an, das sieht wahnsinnig aus. Obendrauf kommt jetzt noch ein bisschen was von meiner All-in-Barbecue-Soße.
Und jetzt geben wir Cheddar-Käse oben drauf. Und so wandert das Ganze jetzt noch einmal kurz auf den Grill zum Überbacken. So, der Grill hat wirklich ordentlich Temperatur. Ich habe mir das der Einfachheit halber mal hier auf so ein Holzbrett gemacht. Stellen wir jetzt gerade in den Grill rein und dann mit Oberhitze geht das ruckzuck. So, keine 5 Minuten später sieht das Ganze dann so aus. Leute, 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 Leute. So, und jetzt natürlich, wenn wir es runternehmen, Handschuhe anziehen, ganz wichtig. Und das ist eben dann der große Vorteil, wenn ihr das jetzt auf so einem Holzbrett habt. Ihr könnt einfach das Holzbrett runternehmen und alles ist super. So, jetzt wird das Ganze noch mit Tomaten belegt. Ich gebe zu, früher war ich kein Freund von Tomaten. Heute kann ich mir ein Sandwich ohne Tomaten gar nicht mehr vorstellen. So ändern sich Ansichten bzw. Geschmäcker. Also ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr keine Tomaten mögt, sind ein Game Changer tatsächlich. So, und damit das Ganze noch ein bisschen tomatiger wird, gibt es zum Schluss noch mal ein ganz klein wenig von meiner All-In-Soße. Deckel drauf und oh, das ist ein absoluter Traum. Wir schneiden es mal an. So, einmal aufklappen bitte. Schaut euch das an. Käsig, fleischig, der Wahnsinn. Und da machen wir gar nicht lange rum. So, hier habe ich also ein Stück von meinem Brisket Leftover Sandwich und da beiße ich jetzt mal rein. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ganze Fleisch ist so super saftig. Ich empfehle euch wirklich, wenn ihr das aufgetaut habt, Brisket, was ihr eingefroren hattet, regeneriert es einfach in Butcher Paper mit einem kleinen wenig Soße. Dann unten drunter der Senf. Ich beiße hier nochmal rein. Nach hinten raus habt ihr eine ganz leichte Schärfe von den Chipotles in der Barbecue-Soße drin. Die ist ganz leicht rauchig, aber wirklich sehr, sehr fruchtig und passt wirklich hervorragend dazu. Das ist ein richtig, richtig leckeres Sandwich, das ihr auf jeden Fall mal nachmachen solltet. Ich sage ja jedes Mal, wenn ihr Brisket oder Pulled Pork macht, macht lieber direkt ein bisschen mehr. Friert es euch ein, damit ihr dann zum Beispiel für solche Schweinereien hier gerüstet seid. Das solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen und ihr solltet auf jeden Fall mal meine neue All-in-Barbecue-Soße ausprobieren. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Probiert die sehr gerne mal aus und da haben wir lange dran getüftelt und ich finde sie wirklich sehr, sehr gelungen. Das war's für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und freue mich einen Kommentar. Solltet ihr noch keine Abonnenten meines Kanals sein, könnt ihr das gerne unten auf Kosten Ehrengriller Basis ändern, das würde mich sehr freuen. Ansonsten, wer bei Instagram ist, der hat hiervon eine Insta-Story gesehen. Schaut also gerne da vorbei, da seid ihr einfach näher dran. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ganz viel Spaß beim Nachmachen. Macht's gut, euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.